Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 3. Ich werde jetzt mal die nächste Azuka-Mission machen. Die letzte hat ja ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie die hier wird. Aber dazu müssen wir ja erstmal, zu Azuka hinfahren. Und ich merke schon, heute ist einer der Tage, wo ich ein sehr sicherer Autofahrer bin. Jetzt geht auch noch die blöde Brücke hoch. Juhu! So, dann können wir hier kleine Abkürzungen. Ach, Quatsch, du bist hier ja gar nicht mehr. Warum vergesse ich das eigentlich immer? So, ja. Selber Punk-Ass-Bitch. Boing. So. Azuka, meine Hübsche, dann sag mal an. Wird das nicht Miguel, langweilig? Immer das certainly Gleiche? have some of that Naja. famous Latin stamina. Ah, wie schön. I'm quite exhausted. We underestimated Catalina's plans for Spank. It reaches far beyond the yard he's selling it on the street corners. The cartel have a front company, the Kappa Coffee House. They've been selling Spank through the street stalls. We have no choice but to put these drug stands out of operation. Okay. Smash them to splinters. Okay. Ja, Cruise Liberties, Districts to find the Stalls, ja, und wenn wir den ersten zerstört haben, genau, dann haben wir Zeitlimit. Also man sollte vorher. Halt die Klappe. Man sollte also mit anderen Worten vorher wissen, wo sie sind. Ich weiß es noch im Groben. Deswegen hoffe ich, dass das hier mal alles klappt. Und anfangen tun wir in Schosser. Shoreside Vale! La 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 la. Ja, wie gesagt, ich fahre heute nicht besonders gut. Aber nur andererseits, so macht es ja auch mehr Spaß. Ja, ein bisschen Blechschäden und Kollateralschäden auf dem Weg produziert, sonst ist das ja. Ist ja ein Actionspiel, nicht wahr? Oh Gott, oh Gott. So, das Blöde an diesen Stalls ist, dass die erst auf dem Radar erscheinen, wenn man in ihrer Nähe ist. Da ist einer, den machen wir auf dem Rückweg. Hier sind nämlich, in diesem Stadtteil sind zwei. Oh, Penger, Penner. Ach, da, guck mal, da ist ein Kartellcruiser, der will doch bestimmt was von uns her. So. Du hast da bestimmt auf uns gewartet, du Arsch. Und wenn nicht, ja, wie nennt man das? Proaktiv? Nee, das sag schon. Preemptive Strike, genau. So. Gottes Willen. Also, ich werde mit Sicherheit nochmal das Auto wechseln müssen. So, mal, wie viel Polizei soll hier denn noch kommen? Ich habe einen Anschlag vor. Da könnt ihr doch hier nicht so rumfahren. Das geht doch nicht. So. Mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. So, seid ihr jetzt mal weg? Dankeschön. So, ihr geht da mal aus dem Weg. So, haben wir erledigt. Oh, immerhin fast 5 Meter gefahren ohne Unfall. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich würde sagen, das Wechseln des Autos setzen wir mal ein bisschen hoch auf die Prioritätenliste. Banana cannon, Pogo.
Oh, die Polizei hinter uns her, das ist ja alles nicht schön. Lasst mich hier durch. So, da ist der nächste. So, das Gegenfahren reicht, das ist gut. Dann ziehen wir uns jetzt mal wieder schnell zurück. Und irgendwie brauche ich noch ein definitiv schnelleres Auto. Das ist ja, das geht ja so nicht. So. Aber erstmal nach Staunton Island, da werden wir schon eins finden. Na, jetzt ist die blöde Brücke oben, das ist ja nicht schön. Na gut, dann ist hier hoffentlich ein schnelles Auto, dann können wir die Zeit... Natürlich nicht. Nee, der fährt sich zu schlecht. Naja, dann machen wir es erstmal mit dem. Ja, komm rum hier. Einmal werde ich das Auto sowieso wechseln müssen, weil einer der Stands sich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, auf Mafia-Territorium befindet. Und wir halten ja genau einen Schuss aus von ihren von den Mafia-Shotguns. So. Deswegen brauche ich da ein Bulletproof Car, sonst wird das ein kurzes Vergnügen. So. Ich glaube, hier ist noch einer. Oh nee, jetzt kein Ärger mit euch Deppen. Da kann ich jetzt nicht drauf. Ja, siehst du, das hast du nur davon. Du bist totgefahren. So. Oh. Ja. Spontaner Spurwechsel. So, hier haben wir noch einen. So, auch kaputt. Dann ist hier noch einer. Dum-di-dum-di-dum. So, ich glaube, hier ist noch irgendwo einer. Schauen wir mal. Da. So, Staunton Island haben wir zu kaputt alle. Dann ab nach Hause. Na. Oh, come on. Und dann werde ich mir gleich mal mein Bulletproof BMW unter die unter Sitzfleisch packen. Der ist zwar auch nicht viel schneller als das Ding hier, aber zumindest schießen sie uns dann nicht mehr gleich zu plump. Hier durch. Ja, ihr könnt ruhig auf mich schießen. Ihr habt ja nur Pistolen. Ja. Oh. Das will eine Hektik. So viel zum Thema, ihr habt ja nur Pistolen. Ich sollte echt meine Klappe halten. So. Okay. Also, komm her zu mir, BMW. So, jetzt müsste das ja wohl hoffentlich klappen. So.
Okay, dann erstmal nach St. Marks. Hallo? Mit dir ist alles in Ordnung? Naja. An der Stelle gibt es immer mal wieder so ein, lustige Grafik-Glitches. So, und ja, ihr könnt auf mich schießen, wie ihr wollt. Das ist, also diese Mission ist echt hammerhart, wenn man keinen Bulletproof Vehicle hat. Also vor allem, also mit dieser Mod ist das echt verdammt schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich es da jemals, also mit dieser Mod und ohne Bulletproof Vehicle jemals geschafft habe. Aber ist ja auch egal. Wir haben ja Bulletproof Vehicle zu diesem Zeitpunkt genug. Ansonsten muss man halt... Oh Gott. Ansonsten muss man halt den vom guten Gray nehmen. So. Okay. Wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, geht's jetzt ab nach Hause. Und... Ja, unseren Spielfortschritt mal abspeichern. Das war ja... Also man sieht, das Zeitlimit ist okay, man kann sogar sich ein bisschen Unsinn erlauben, habe ich ja genug, aber wenn man halt überhaupt nicht weiß, wo diese Stands sind, dann ist es ziemlich blöd. Also beim ersten Durchlauf schafft man es üblicherweise nicht, dann muss man erstmal rauskriegen, wo die Dinger stehen. Aber, naja, wir wussten es und damit ging das auch ganz gut. So, jetzt gehen wir hier weg, blöder Fischwellen. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.